Clemens Unterreiner, wirklich ein Wiederholungstäter beim Musical mit Opera. Ja. Zum Festival. Ja, wo ist mein Orden? Mein fünftes Mal. Du hast noch was zu tun, da kriegst du am Ende, also, wenn du durchhältst. Du hast das wunderschön gemacht, möchte ich dir sagen. Was ist das wenigstens? Oh, jetzt die Klebhand. Ich hab die Klebhand. Oh, ein Opernsänger ist auf der Bühne, wir brauchen Alkohol, das ist immer das Sache. Der soll gut dastehen. Du sowas doch nicht am Vormittag, erst ab 12. Sprache mit einem Glas in der Hand. Clemens, kennst du dieses Musical Besuch der alten Dame? Ja. Ja. Und gefällt es dir? Es gefällt mir sehr gut. Ich bin hier überhaupt, ich habe mich schon die letzten 4 Jahre geoutet als Musical-Freund. Ich werde das dieses Jahr nicht zurückziehen. Ich finde es ein ganz ein tolles Genre und ich bewundere die Kollegen immer. Das ist wirklich eine große Leistung, jeden Tag auf der Bühne zu stehen. Es unterscheiden sich natürlich viele Sachen zwischen den unteren Kunstformen, aber das Wichtige ist, glaube ich, dass wir die Musik lieben, dass wir auf der Bühne gerne stehen, dass wir etwas gestalten wollen. Und das ist das verbindende Element und das finde ich ganz, ganz toll. Wir jeden Tag, wir schaffen es nicht jeden Tag, schön wäre es ja, aber wir schaffen es leider nicht, schwierig das so zu machen. Ja, naja, also Gagenverhandlungen bitte jetzt nicht zu führen, das würde schade sein. So viele bei uns kriegt ihr nirgends, nicht nämlich nichts, das ist, da möchte ich auch, ich hoffe, ihr habt für den schönen Zuspruch des Publikums, das kriegt ihr. Es wäre da, wird das aufgeplatzt. Ja, das ist doch. Es schwankt sehr, ist das aufgefallen? Ja, ich sage dir, das ist halt, naja, um diese Töne zu stemmen, ja, da muss man ja wirklich ordentlich einatmen und richtig schön stützen, das ist Gesangstechnik. Ja, das ist. Und ich habe eh schon geschaut, ob der Knopf voll liegt, aber er ist ja Gott sei Dank noch da. Ja. Naja, ich wollte ein bisschen, bei der Oper glaubt man immer, das ist halt immer, ich wollte einfach nur betont sexy heute sein. Und dann bin ich so ganz abgehalten. Nein, wenn Sie das nächste Mal Probleme mit dem Gewicht haben, sagen Sie, Sie sind Sänger und dann hat die ein Problem mit dem Gewicht. Nein, nein, nein. So, das ist von hinten noch besser. Aus. So. Uwe hat sich sehr geschickt aus der Affäre gezogen. Ja, heute geht in den Weinkeller. Ja. Sehr großer Keller, sehr großer Keller. Was ich euch fragen wollte, habt ihr Zeit in die Oper zu gehen oder so? Irgendwie? Viel zu wenig. Das letzte Mal war in Stuttgart. Ja. Aber früher habe ich das öfters gemacht eigentlich. Und es ist natürlich, weil wir jeden Abend spielen. Und wenn wir nicht spielen, arbeiten wir meistens in irgendeinem Charity oder Konzert. Und kommen nicht dazu. Und eigentlich ist das total schade. Ich hab so genossen, dich singen zu hören. So schön. Es ist wirklich, ich bin da so fasziniert zu Hause. Ich habe angefangen, wir treffen uns immer noch mit gewissen Charity-Konzerten. Jedes Mal. Jetzt endlich auch mal. Ja, nein, das ist. Nee, aber ich bewundere, dass diese Stimmführung und diese volle, das ist Pia, du musst zunehmen, dann klingst du auch schon. Das ist auch ein großes Vorteil. Ich meine, wer Jonas Kaufmann kennt, weiß, wie schlank er ist und er hat auch eine riesige Stimme. Das sind einfach unterschiedliche Techniken einfach. Aber man darf auch nicht vergessen, wir müssen ja auch ein Haus füllen ohne Mikrofon. Wir singen ja ohne Mikrofon an der Oper. Das heißt, es müssen über 2000 Leute hören. Dann haben wir meistens noch 100 Mann Orchester sitzen vor uns. Ja. Philharmoniker sitzen auch relativ hoch. Das heißt, da muss man schon richtig Gas geben, damit man irgendwie drüber kommt. Aber wie gesagt, das ist, ja. Du machst das Kämpfe zu mir heute Vormittag, es kriegst du auch ein Mikrofon. Also insofern, ja, das ist meistens angenehm. Wir müssen weiter. Dieses Musical ist ein Musical der Quartette. Ist euch das aufgefallen? Ja. Es gibt sehr wenige Duette, ein paar Arien, aber eigentlich wird alles als Quartett inszeniert. Und hier gibt es eine ganz schöne Besonderheit, und zwar ein Telefongespräch wird inszeniert. Das funktioniert so, dass zwei Herrschaften miteinander telefonieren, dann kommt ein Dritter dazu, dann ein Vierter, dann singen sie eine Fuge. Salopp gesagt ist das so, jeder singt seinen Part strikt durch und am Ende hofft man, dass alle wieder zusammentreffen. Mozart war ein Meister dieser Komposition, der hat in der Hochzeit des Figaro mit 2 begonnen und dann 8 Leute singen lassen. Hier hören wir immerhin 4. Es trifft der Stadtrat sozusagen zusammen, der Bürgermeister, der Pfarrer, der Lehrer und der Polizist. Und sie verhandeln jetzt, was man denn mit diesem Angebot machen soll. Das Stück heißt Vergiss es. Wenn Sie Anklänge von Star Wars hören, so ist das durchaus beabsichtigt. Es hat auch Mozart schon gestohlen. Viel Spaß. Vergiss es.